Ich bin mal wieder der Hundekorb. Ja, Lani, du kannst da aber nicht liegen bleiben. Ich muss jetzt meinen Laptop holen. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute zusammen den Pottermore House Test. Wer nicht weiß, was das ist, googelt. Nein, ich erkläre es euch natürlich. Der Pottermore House Test zeigt dir einfach, zu welchen der vier Häuser du gehörst. Ich muss jetzt aber meinen Hund hier von meinem Schoß entfernen. Ich habe nämlich meinen Laptop neben mir stehen. Ich richte mich mal gerade. So. Und zwar gibt es vier Häuser, wie ihr wisst. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw. Und wir werden mal schauen, in welches Haus ich gehöre. Irgendwie bin ich jetzt die ganze Zeit hier am Zuppeln, weil das die ganze Zeit runterrutscht. Wir wollen hier FSK 18 nicht überschreiten. So, Frage Nummer 1. Welche dieser Boxen würdest du versuchen zu öffnen? Eine goldene mit der Aufschrift beinhaltet geheimes Wissen und die allergrößte Versuchung. Eine Box mit einer Rune, von der du weißt, dass sie das Zeichen von Merlin ist. Eine unscheinbare mit den Worten, ich öffne nur für den Würdigen. Oder eine Schachtel, aus der Tierlaute zu kommen. Da ich ein großer Tierfan bin, nehme ich natürlich eine Schachtel, aus der Tierlaute kommen. Welchen dieser Wege würdest du wählen? Ein Weg durch grüne Felder, eine enge erleuchtete Gasse, eine breite Steinstraße mit antiken Gebäuden links und rechts, ein verschlungener Waldpfad. Ich denke, ich nehme die grünen Felder. Frage Nummer 3. Welches Wesen würdest du gerne studieren? Zentauren, Geister, Vampire, Werwölfe. Ich glaube, ich werde Werwölfe nehmen. Die sind einfach fast wie Hunde. Frage Nummer 4. Ein Troll läuft im Büro des Schulleiters Abok. Er ist kurz davor, einige unersetzliche Gegenstände zu zertrümmern, zerquetschen und zu zerreißen. Darunter eine Heilung für Drachenpocken, die kurz vor ihrer Vollendung durch den Schulleiter steht, eine Schülerakten der letzten 1000 Jahre und ein mysteriöses handgeschriebenes Buch voller fremdartiger Runen, das einmal Merlin gehört haben soll. In welcher Reihenfolge würdest du diese Objekte vor dem Troll eher in Sicherheit bringen? Buchheilung Akten, Heilung Akten Buch, Heilung Buch Akten, Buch Akten Heilung. Ich denke, ich würde als erstes definitiv die Heilung nehmen, denn das ist sowas, das wird noch in 1000 Jahren wichtig sein. Dann denke ich, werde ich danach das handgeschriebene Buch nehmen und dann die Schülerakten, weil ich denke mir, die Schülerakten, was bringen die noch der Nachwelt? Es ist immer schön, wahrscheinlich danach was zu lesen oder nachzuschauen, aber im Endeffekt bringen sie für die nächsten Jahre gar nichts. Also, dann machen wir Heilung, Buch, Akten. Frage Nummer 5. Was sollen die Leute tun, wenn du gestorben bist? Es ist mir egal, was Leute von mir denken, wenn ich tot bin. Es zählt, was sie von mir denken, wenn ich am Leben bin. Mit Bewunderung an deine Errungenschaften denken. Mach mehr Geschichten über deine Abenteuer fragen oder dich vermissen, aber lächeln. Ich finde, dich vermissen, aber lächeln ist schön. Das nehmen wir. Einer deiner Hausmitbewohner hat in einer Hogwarts-Prüfung geschummelt und einen selbst buchstabierenden Federkiel verwendet. Nun ist er der Klassenbeste in Zauberkunst und du bist nur noch auf Platz 2. Professor Flitwick schöpft Verdacht, dass etwas nicht stimmt. Am Ende der Stunde nimmt er dich zur Seite und fragt dich, ob dein Klassenkamerad einen verbotenen Federkiel benutzt hat. Was tust du? Das ist natürlich schwer, das ist eine Zwickmühle. Antwort 1 wäre, Professor Flitwick sagen, dass er deinen Klassenkamerad fragen soll und beschließen, deinen Klassenkameraden zu erklären, dass er mit der Wahrheit herausrücken soll und dass, wenn er es nicht tut, du es tun wirst. Du würdest nicht erst darauf warten, aufgefordert zu werden, Professor Flitwick die Wahrheit zu sagen. Wenn du wüsstest, dass jemand einen verbotenen Federkiel verwendet, dann würdest du das dem Lehrer noch vor Prüfungsbeginn sagen. Professor Flitwick die Wahrheit sagen, wenn dein Klassenkamerad wirklich durch Schummeln gewinnen will, verdient er es, erwischt zu werden. Außerdem werden die Punkte, die er verliert, von dir wiedergewonnen, wenn du an seiner Stelle Erster bist, nachdem ihr ja beide im selben Haus seid. Lügen und sagen, dass du es nicht weißt, aber darauf hoffen, dass jemand anderes Professor Flitwick die Wahrheit sagt.
Ich denke, ich würde, wenn mich der Professor fragt, sagen, frag meinen Kollegen und ihm aber, glaube ich, nicht sagen, dass ich es tun würde, wenn er es nicht macht. Aber das ist für mich noch die logischste Antwort. Ich würde nämlich meinen Klassenkameraden nicht in die Pfanne hauen wollen. Klar würde ich mich ärgern, aber ich denke, unter Schülern sollte man mehr zusammenhalten als mit einem Lehrer. Also Antwort 1. Welche Fähigkeiten hättest du gerne? Entschuldigung. Unsichtbar werden, Gedanken lesen, mein Aussehen verändern können, mit Tieren sprechen können. Was für eine Frage, natürlich mit Tieren sprechen können. 4 Kelche stehen vor dir. Was würdest du trinken? Die mysteriöse schwarze Flüssigkeit, die wie Tinte glänzt und Dämpfe abgibt, die dich merkwürdige Visionen sehen lassen. Das glatte, dicke, reiche Libanesengetränk, das einen köstlichen Geruch von Schokolade und Pflaumen verströmt. Die schäumende, silbrige Flüssigkeit, die glitzert, als enthielte sie geschliffene Diamanten. Die goldene Flüssigkeit, die so hell ist, dass es dem Auge wehtut und die Sonnenflecken im Raum tanzen sehen lässt. Ich denke, ich würde die silbrige Flüssigkeit nehmen. Schokolade wäre natürlich cool, aber da steht dicke, schwere und ich glaube, sowas könnte ich nicht trinken, wenn es so bröckig oder schwer, massiv ist. Dann möchte ich das nicht trinken. Und silberne Flüssigkeit mit Diamanten, das klingt so, als würde man es leicht runterkriegen. Ich nehme die Diamanten. Auf was freust du dich am meisten in Hogwarts zu lernen? Zauber und Flüche, alles über magische Geschöpfe und wie man sich mit ihnen anfreundet. Ich muss gar nicht mehr weiterlesen, ich glaube, ich nehme nämlich das. Dann wäre noch auf einem Besen fliegen oder jedes Gebiet der Zauberer, das ich kann. Ich nehme die Geschöpfe. Das lässt sich eine Tendenz erahnen. Frage Nummer 10. Ein Muggel sagt dir, dass er überzeugt ist, dass du eine Hexe oder ein Zauberer bist. Was machst du? Du stimmst zu, gehst weg und lässt ihn darüber grübeln, ob du plaffst. Du stimmst zu und fragst, ob er eine freie Kostprobe eines Zaubers oder Fluchs haben möchte. Du fragst ihn, was ihn das glauben lässt, wie er darauf kommt. Oder du sagst ihm, dass du um seinen geistigen Zustand besorgt bist und bietest ihm an, einen Arzt anzurufen. Ich denke, ich würde sagen, ja, ja, bin ich. Und einfach schauen, was er daraus macht. Also, ich blöffe. Ein Troll bewacht eine Brücke, über die du mit 2 deiner Freunde gehen möchtest. Der Troll will einen Kampf gegen einen aus deiner Gruppe. Was machst du? Du meldest dich freiwillig als Kämpfer. Du schlägst vor, auszulösen, wer kämpfen muss. Ich glaube, das soll auslosen heißen. Ab und an schleichen sich auch ein paar Rechtschreibfehler hier rein. Du schlägst vor, den Troll zu dritt anzugreifen, ihm aber nichts zu sagen. Oder D, du schlägst ein Ablenkungsmanöver vor, um an dem Troll vorbeizuschleichen. Ich denke, dass man gegen den Troll allein wohl keine Chance hat. Ich denke, ich würde das Ablenkungsmanöver starten. D. Der Klang von welchem Instrument gefällt dir am besten? Die Violine, Trommel, Klavier, Trompete. Das ist gar nicht so einfach, weil alles seine schönen Klänge hat. Aber ich denke, ich würde die Violine nehmen, weil mir der Klang echt gut gefällt. Und zum Beispiel auch bei Sherlock liebe ich es, wenn er auf seiner Violine spielt. Welcher Albtraum würde dir am meisten Angst machen? Du wachst auf und entdeckst, dass weder deine Familie noch deine Freunde wissen, wer du bist. Du wirst gezwungen, mit solch einer albernen Stimme zu sprechen, dass dich kaum jemand versteht und dich alle auslachen. Du siehst ein Auge am Schlüsselloch des dunklen, fensterlosen Raums, in dem du eingesperrt bist. Oder du stehst auf etwas sehr hohem und merkst, dass es weder einen Halt für deine Hände oder Füße gibt. Das ist ganz klar, ich habe furchtbare Höhenangst, deshalb nehme ich die. Welchen Zaubertrank würdest du vor die Wahl gestellt am ehesten erfinden? Macht, Ruhm, Liebe, Weisheit. Ganz klar, Liebe, denn Liebe kann man nie genug haben. Du betrittst einen verzauberten Garten. Was würdest du dir als erstes genauer ansehen wollen? Den sprudelnden Pool, in dessen Tiefen etwas Leuchtendes herumwirbelt, die dicken roten Giftpilze, die miteinander zu sprechen scheinen, die Statue eines alten Zauberers mit einem merkwürdig glitzernden Auge, der Baum mit den silbernen Blättern, der goldene Äpfel trägt. Ich glaube, ich würde die Statue des alten Zauberers nehmen. Unter welchem Titel würdest du gerne in die Geschichte eingehen? Der die Gute, der die Weise, der die Große oder der die Dreiste? Ich glaube, ich würde gerne Julia die Gute sein. Das klingt doch gut, oder nicht? Gut klingt gut. So, Frage 17. Was wäre dir am liebsten? Gelobt werden, beneidet werden, gemocht werden, nachgemacht werden.
gelobt werden. Ist immer schön, wenn man mal ein Lob kriegt. Nur zur Info. Einmal im Jahrhundert trägt der Ginsterbusch Blüten, die ihren Geruch so verändern können, dass sie Unachtsame anlocken. Wonach müssten sie riechen, um dich anzulocken, oder nicht? Nach zu Hause, nach frischem Pergament, nach dem Meer, nach einem knisternden Holzfeuer. Das ist schwer. Es gibt ja immer so einen Duft, der einen an daheim erinnert. Das ist immer super. Ich rieche aber auch gern das Meer oder ein schönes Lagerfeuer. Pergament schließe ich jetzt mal aus. Ich nehme das Holzfeuer. Und letzte Frage. Als du spät nachts allein eine Straße entlangläufst, hörst du einen seltsamen Schrei, von dem du glaubst, dass er magischen Ursprungs ist. Was machst du? Du gehst vorsichtig weiter, lässt eine Hand an deinem verborgenen Zauberstab und achtest auf mögliche Unruhen. Du ziehst deinen Zauberstab und versuchst, die Quelle des Lärms ausfindig zu machen. Du ziehst deinen Zauberstab und behauptest dich. Du ziehst dich in den Schatten zurück und wartest ab, während du im Kopf die geeignetsten defensiven und offensiven Zaubersprüche durchgehst, für den Fall, dass es Probleme gibt. Ich denke, ich würde weitergehen mit der Hand am Zauberstab und darauf achten, ob gleich irgendjemand aus dem Gebüsch gesprungen kommt, und wenn nicht, ist es auch gut. Pottermores sprechender Hut. Zu 42% sind sie. Doppelbock. Du bist in Hufflepuff und hast all die guten Eigenschaften in dir, die jeder Mensch an dem anderen schätzt. Freundlichkeit, Treue und Ehrlichkeit. Die Leute schätzen dich und du zeigst, dass der Flaschenruf nicht stimmt. Viel Spaß in Hogwarts. Ah, schön. Dieses Profil hat 25% der Teilnehmer. Ich bin also ein Hufflepuff. Aber das hat mich jetzt nicht gewundert. Ich mag nämlich Tiere. Ich hasse nichts mehr als Unehrlichkeit. Ich versuche immer nett zu den Menschen zu sein. Also ich denke, das wäre schon die richtige Wahl für mich. Und ich denke auch, wenn ich jetzt in Hogwarts wäre, hätte der sprechende Hut mich zu Hufflepuff geschickt. Natürlich. Jetzt würde mich allerdings mal interessieren, in welchem Haus ihr seid. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Lasst uns diskutieren, was die Vor- und Nachteile eurer Häuser sind. Ob es euch gefällt, ob ihr vielleicht im Herzen Slytherin seid, aber der sprechende Hut beim Test hat euch zu Gryffindor geschickt. Schreibt es mir gerne, lasst uns diskutieren. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüss und viel Spaß noch.